Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück bei East Origins. Und wir sind wieder in, oder immer noch in den Guilty Fires unterwegs. Ja, in der letzten Folge haben wir eine neue Mondscheibe bekommen, die wir jetzt hier vor dem großen Brennofen einsetzen müssen. So, erstmal sammeln wir aber die SP auf. So, rote Mondscheibe eingesetzt. Und nun geht hier die Plattform runter und wir können drüber. Juhu, dafür der ganze Aufwand. Aber ja, anders kommen wir hier nicht drüber. Ich tue jetzt erstmal den Feuerspucker hier weg. So. Und ich finde die Musik von den Guilty Fires klingt richtig gut. So, noch mehr von diesen Feuerhühnchen. Das da hinten lassen wir mal in Ruhe. Lieber die SP einsammeln. Und dann geht's weiter. So, erstmal den Flieger da ausschalten, bevor noch mehr Hühnchen. Und dann ordentlich die Schleime verprügeln. Und du kommst auch nicht weg. So. Und dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir als erstes hoch oder runter müssen. Ich glaube als erstes hoch. Weil da unten sieht man schon, kommen wir nicht so wirklich lang. So. Da müssen wir erst diese Plattform irgendwie anheben und ich denke, der Schalter war... Genau, hier sieht man wieder dieses tolle Symbol. Und bei der Gelegenheit kann ich ja gerade mal was gucken. Nein, wir haben gerade kein Kleria-Erz. Gut. Ich war der Meinung, wir hätten welches aufgesammelt. So. Damit heben wir jetzt die Plattform an. Hier. Und können jetzt im Equipment auch die Maske wieder absetzen. Und die hier auf die altmodische Art verprügeln. So. Können die Schleime hier und uns auf den Weg zu der Plattform da unten machen. Ja, das wäre ein mehr oder weniger Secret, könnte man fast schon sagen. Aber war leicht zu finden, die Platte, das sticht einem ja sofort ins Auge. Wortwitz. Wenn das ein komisches Auge ist. So, und wir finden eine Roderfrucht. Sehr schön, die werden wir auch wieder brauchen. Aber dann gucken wir erst einmal, dass wir hier wieder weiterkommen. Denn jetzt müssen wir wieder hier hoch. Und ich springe mal absichtlich hier runter, um die Gegner zu verprügeln. Weil wir kommen jetzt gleich an eine Stelle, an der wir ein bestimmtes Level haben sollten. Und deswegen, alles was uns in die Quere kommt, wird verprügelt. So, Feuerhütchen. Auch wenn die ziemlich harmlos sind eigentlich. Können wir hier rüber springen? Nein, da müssen wir oben rüber. Müssen wir warten, bis... das Ding hier runter. Kommst du runter? Runterfährt? So, und den nicht unbedingt runterschmeißen. So. Hier auf der Seite können wir nichts machen, außer wieder runterfallen. Und die hier verprügeln.
den hier. Und noch das Feuerhühnchen. Die SP einsammeln. Ja, hier kommen wir noch nicht weiter. Da müssen wir erst die Seile Plattform anheben. So, dich verprügeln. Mal kurz gucken, was für ein Level haben wir. Wir haben 18. Wir brauchen Level 20. Hm. Das könnte noch einen Augenblick dauern. So, hier müsste eine Truhe sein, genau. Und wir haben eine halbe Plattenrüstung gefunden. Die können wir uns natürlich gleich anziehen. Macht natürlich wieder etwas mehr Rüstung. So. Und dann müssen die hier weg. Und ich meine, die haben für Level 19 gereicht. Mist. Statue reinigen. Accept Blessing. Und zwar wollen wir die Rüstung, die wir gefunden haben, etwas verstärken. So, ansonsten wollen wir im Augenblick nichts. Mal kurz speichern. Und dann wollen wir uns kurz wieder zurückteleportieren, weil die zwei Level, die jetzt fehlen, die brauchen wir unbedingt. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ist ja, glaube ich, nicht viel, das zusammenzukriegen. Ein Level haben wir schon mal. Das zweite kriegen wir auch noch zusammen. Sofern wir genug Gegner haben. Ja, und solange wir es schaffen, unseren Erfahrungsmeter auf Maximum zu halten, das da unten über unserem Porträtbild, neben dem Booster, über der Booster-Anzeige, kriegen wir auch die XP schneller, die wir brauchen. Und ja, ich mache das bisschen grinden schnell on-screen, damit sich nachher keiner beschwert, der hat was verpasst. Weil das ist nicht viel, was wir hier jetzt grinden müssen. Sind nur ein paar von den Flammengegnern töten. Und solange wir die Erfahrung auf Maximum halten, geht das auch schnell. Ja, wir sind schon, haben schon wieder das halbe Level. Hühner töten, obwohl die eigentlich harmlos sind. Ah, vergibt gute Erfahrungspunkte. So, da gibt es auch nochmal Erfahrung. So, euch schnell Totwirbel binden. Und so sammeln wir auch ein paar weitere SP, die wir nachher brauchen. So, komm her, Hühnchen. So, das machen wir mal ganz schnell. Und dann haben wir auch gleich das Level. Hat ja nicht lang gedauert. Und wir können noch eine Weile die Musik genießen. So.
Sehr gut. Hier noch schnell töten und alles einsacken. Und dann können wir uns ja zu den Guilty Fires zurück teleportieren, wo wir gerade waren. Speichern und gut. Jetzt geht es nämlich hier weiter. Und man merkt schon, die Musik hört auf, weil etwas passiert. Judika? Ha? Und das ist eine der Göttinnen. Oder Engel. Die sehen für mich immer noch wie Engel aus, auch wenn es dort Göttinnen heißt. Ja, das ist Lady Fina. Gott sei Dank habe ich euch gefunden, bevor sie euch gefunden haben. Was um alles in der Welt tust du hier? Ich könnte euch dasselbe fragen. Ihr zwei seid einfach ohne ein Wort verschwunden. Ich war krank vor Sorge. Ich war nicht in der Lage zu schlafen, seit ihr weg seid. Ich habe meine Nächte damit verbracht, jede Ecke des Schreins nach euch zu durchsuchen. Judika, es tut mir leid. Ich denke, dass wir verschwunden sind, war eine Bürde für jeden. Nein, es ist okay. Ich meine, ihr seid nun hier und ihr seid in Sicherheit. Und das ist alles, was zählt. Aber was ist mit Lady Rhea? Pünktchen. Ich habe eine Bitte an dich, Judika. Bitte lass die Angelegenheit, überlass uns die Angelegenheit. Hä? Es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es wäre nicht das Richtige, es zu tun. Ich muss dich einfach darum bitten, uns zu vertrauen. Und Vertrauen in unsere Entscheidung zu haben. Und bitte sag ihm, der mit dir hergekommen ist, dasselbe. Aber Lady Fina, warum? So, so. Unsere Beute wurde endlich entdeckt. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Göttin von Ys. Mein Name ist Zava, ich bin eine Magierin. Ja, kaum zu übersehen mit dem langen Magierstab. Und nach Lord Dennis' Befehlen bin ich gekommen, um euch mit mir zu nehmen. Wir haben etwas zu bereden. Ah, und da ist Ipona wieder. Haha, die Kleine hat sich dazu entschieden, mitten im größten Raum, im größten offenen Raum mit unserem Ziel zu reden. Das mag ich. Ich meine ernsthaft, du wolltest, dass wir sie schnappen. Und er hat nichts zu sagen. Ja. Wo ist der andere, der Halbdämon? Was, du meinst den Krallenmann? Ja, dem sind wir vorhin begegnet, als wir Yusha gerettet haben. Er sagte, nachdem wir gefunden haben, nach was wir suchen, dass er nicht mehr gebraucht wird und ist woanders hingegangen. Ja, sehr enttäuschend von einem neuen Rekruten, aber das ist egal. Also, ihr müsst Lady Fina sein. Wo finden wir Lady Rhea? Und hat sie das, was wir nach dem besuchen? Nicht sehr gesprächig, was?
Oh, das ist in Ordnung. Wir sorgen dafür, dass ihr genügend Zeit habt, uns alles zu sagen, was wir wissen müssen. Hippola, bitte bring unseren Gast zu ihre Zimmer. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich kurz mal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.